Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ach, man kann die kaputt stampfen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob mir das gesagt wurde irgendwo. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir weiterkommen. Das ist doch blöd. Och nein. Wirklich. Okay, dann speichere ich das jetzt gleich mal. Progress, Leute. Innerhalb von Sekunden. Gut. Ah, bleib mal hier. Gut, den müssen wir natürlich noch wegmachen, sonst kommen wir hier nicht so schön durch. Sehr gut. Sehr gut. So, und den werden wir auch noch wegmachen. Sehr schön. Einfach nur, damit wir Ruhe haben. Wunderbar. So, und dann schauen wir doch mal, was die gute Stube hier zu bieten hat. Das ist nur ein... Ach, Mann. Ach, Quatsch, die Taste. Das ist ja blöd. Das hat uns also eigentlich gar nichts gebracht. Huch, das war eigentlich gar nicht mal so klug. Moment, ich heile mich nochmal schnell. Das hat uns echt arg verletzt. Danke. Das ist ja nicht so schön. Geh mal weg. So. Gut. Wir können die überhaupt nicht schädigen. Ich glaube, wir können die auch nicht schädigen, wenn wir irgendwie cooles Zeug pusten würden. Gut. Der ist hinüber. Ah! Gut, der hat sich selber ins Ausbuchsiert. Da habe ich nichts dagegen. Gut, dann haben wir jetzt gleich Erfahrung und ich suche nochmal... Moment, ich habe noch eine Idee, wo wir vielleicht weiterkommen könnten. Wenn dem nicht der Fall sein sollte, dann sehen wir uns woanders. Oh Leute, ich habe was anderes rausgefunden. Das ist unglaublich dumm. Aber hier, wo wir nicht wussten, wie wir reinkommen, wir können einfach springen. Und wir können einfach springen, also wenn wir uns ducken und sind drin. Das ist unglaublich dämlich. Aber okay, jetzt hätten wir das quasi auch gesammelt. Oh. Moment. Ah, da geht's noch nach links. Da unten scheint noch was zu sein, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir da schon waren. Aber erstmal schaue ich mich hier um. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Das möchte ich bitte haben. Ah, sehr schön. Eine Lebenszelle. Dann gleich mal wieder rausschwimmen. Leute, da fällt mir gerade noch was ein. Können wir das hier vielleicht kaputt schießen? Ne? Ja. Teil des Windes. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ah, das sieht gut aus. Eine Fähigkeitenzelle. Wir haben zwei. Moment, wir halten das mal kurz gedrückt und schauen mal nach, was wir machen können. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Na klar, obwohl, was haben wir hier noch? Ich glaube, das klingt ganz nett. Mehr Schaden ist... Oh, vor allem bei denen hier super. Wir kennen die ja schon. Wir hatten ja schon ein paar Mal Probleme mit denen. Gleich mal wieder speichern. Ach, die sind echt ätzend. Okay, aber andererseits sind sie vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wie ursprünglich gedacht. So, lass mich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Es gibt mehrere Wege. Die sehen beide nicht schlecht aus. Ist hier was? Man muss ja immer nachgucken. Huch. Das Problem ist, dass ich jetzt wieder nicht weiß, wow, welches der richtige Weg ist quasi. Und welches nur ein optionaler Weg ist. Huch, das sind Stacheln, die habe ich irgendwie gar nicht für voll genommen. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal einen... Wow, 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 oh, Schande. Ich hoffe mal, ich komme da tatsächlich durch. Das hat schon mal nicht... Warte, kann ich mich stampfen? Das ist gut. Dann werde ich mich nämlich da reinstampfen. Jetzt ziehen wir das nochmal hoch zum dritten Mal jetzt. Das ist knapp bemessen. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, halt. Das war richtig. Ah, optionaler Weg. Geschafft. Sehr schön. Ah, Progress. Bam, badam, badam. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann hätten wir das ja jetzt gelöst.
Okay, man braucht nicht mal großartig den dritten Sprung. Ach so. Der dritte Sprung ist ja auch sowieso eine Bonusfähigkeit, fällt mir gerade auf. Das ist schon mal schön zu wissen, dass man den eigentlich nicht braucht, um an sowas ranzukommen. Stimmt, wir haben den ja nur, weil wir nicht in der Lage sind, gescheit zu springen. Und mit wir meine ich natürlich nur mich. So. Nein, ich möchte eigentlich speichern. Danke. Hilfe. So, jetzt erkunden wir das Gebiet gleich mal weiter. Die sind echt... Die sind überall. Mag ich nicht. Ich soll mal gehen. Dinge. Da oben sieht es allerdings ganz interessant aus. Andererseits, vielleicht gibt es da auch einfach gar nichts. Ah, da wollte ich auch gar nicht stehen, aber es macht nichts. So, der Weg geht in beide Richtungen gleichermaßen. Moment, hier sieht es aus, als wäre die Tür zu. Und man kommt nicht durch. Okay, das finde ich jetzt gerade im Moment ganz nett. So, das habe ich gut hinbekommen. So, links rum, rechts rum. Rechts rum geht zumindest ein Kreis zu dem Gebiet wieder hin, wo wir waren. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich muss mich mehr zusammenreißen und gucken, wo Gegner stehen. Wie zum Beispiel dieser da. Gut. Ah, sehr schön. Ich glaube, das war... War das alles? Oh, Mist. Und ich weiß vielleicht sogar, wie ich da hinkomme. Oh, ich komme einfach so dahin. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bräuchte so einen Vogel zum Hochschnippen. Na, was? Oh, da ist ein Ast. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre Deko. Ach nein. Okay, gut, dann gehen wir jetzt den Weg links rum. Dann sollten wir hier alles abgesucht haben und auch alles aufgesammelt haben. Wow, 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 wow. Ich möchte mich nicht lumpen lassen. Gut. Oh, das sieht spannend aus. Okay. Ich glaube, das möchte ich auch nicht haben. Man kann ja nirgendwo landen. Aber da kann man landen. Und ich lande auch voll auf dem Gegner drauf. Das ist bestimmt beabsichtigt. Das ist nicht gut. Da gehe ich noch nicht lang. Ah. Ach nein, das ist ein Gegner. Okay, was haben wir denn? Nebelforst und Trauerpass. Da wir im Nebelforst sein müssen, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal den anderen Weg. Optionale Wege. Yay. Danke. So, den müssen wir jetzt nur noch wegmachen. Ich habe ein bisschen Angst. Es gibt nämlich eine Sache, die ich sagen muss. Ich finde, dass Naru Ähnlichkeit hat mit diesem riesigen Vogel. Aha, das kriege ich schon mal nicht auf. Das heißt, ich bekomme vielleicht eine Fähigkeit, die stark ist. Und ich habe Angst, dass wir nämlich eigentlich der Böse sind. Um nochmal zu meiner Befürchtung zurückzukommen. Weil, und das ist eine etwas doofe Begründung vielleicht, aber Naru zieht uns ja auf. Und vielleicht ist sie nur wegen uns da drin geblieben und wäre eigentlich zurück. Und vielleicht hat dieser Vogel den Baum kaputt gemacht, damit Naru eben zurückkommt. Stellt euch mal vor, wie furchtbar das wäre. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie das Spiel verläuft von der Story. Darum werde ich das erstmal nur als Spekulation im Raum stehen lassen. Hm, danke. So, hier ist nichts für uns Sinnvolles dabei. Ah. Au. Schande. Ich muss sagen, es ist wirklich etwas eng. Wow, das war schlecht. Okay, gut. Wir sind erstmal oben angekommen. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss hier definitiv nicht hin. Wow! Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau noch nach... Was? Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Oh, du hast...
Absurde Ideen. Okay, wir sind also doch richtig? Fragezeichen. Da bin ich vielleicht instinktiv doch den richtigen Weg gegangen und der Nebelforst ist an sich gar nicht zugänglich. Dann probieren wir doch mal den Felsen zu lösen, ne? Das wird wohl dann dieser Felsen sein. Erst möchte ich was rausfinden. Au. Nein, ich komme da, glaube ich, beim besten Willen nicht hoch. Nein. Oh, vielleicht möchte ich ja den. Oh, das tut mir leid. Oh. Ich habe das Gefühl, das war gut. Da sind wir. Du hast Kuros Feder aufgenommen. Das ist eine Fähigkeit. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend R1 drücken. Kuros Feder ermöglicht es, Ori frei umher oder auf der Luftströmung zu gleiten. Oh. Oh, wie cool das ist. Wie cool das ist. Oh, ich bin unglaublich froh, dass ich da lang bin. Okay, das heißt, ich bin richtig gelaufen. Instinktiv, weil... Schaut euch das an. Hier ist der Wegweiser, bei dem wir vorhin standen. So, hätten wir das also geschafft. Ah, wir können gleiten. Ist das cool? Okay, schön. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir schauen, wo wir mit unserer kleinen Feder hinfliegen können. Und bis dahin, euer Elik. Bye!